Konfession. Konfession ist ein Glaubensbekenntnis. Man spricht manchmal von Konfession, Untergruppierungen der christlichen Religion. In der christlichen Religion gibt es insbesondere drei Hauptkonfessionen, nämlich römisch-katholisch. Es gibt die evangelischen, auch Protestanten genannt, und es gibt die orthodoxen. Es gibt natürlich noch sehr viel mehr Konfessionen. Zum Beispiel bei den Evangelischen gibt es auch noch die Lutheraner, es gibt die Calvinisten, die Reformierten und so weiter. Und auch bei den Orthodoxen gibt es wieder unterschiedliche Orthodoxe. Es gibt die russisch-orthodoxe Konfession und die griechisch-orthodoxe Konfession. Und wiederum, gerade im Protestantismus, gibt es wiederum jede Menge von Konfessionen. Ich hatte erst von der lutherischen und der reformierten Konfession gesprochen. Aber dann gibt es auch noch die unierte Konfession. Eben in den preußischen Gebieten wurden per Königsbeschluss die Lutheraner und die Reformierten zusammengebracht zu den Unierten. Und in Amerika gibt es viele Untergruppierungen wie die Baptisten, die Methodisten und die Anglikaner. Unter den Konfessionen gibt es dann noch die Täufer als eigenständige Konfession. Ursprung des Wortes Konfession. Konfession heißt ursprünglich Bekenntnis. Confessio ist lateinisch und bedeutet Geständnis, Bekenntnis, auch Eingeständnis und Zugeständnis. Und bei den Christen spielt besonders das Glaubensbekenntnis eine besondere Rolle. Man wird zum Christen durch Taufe und auch durch Glaubensbekenntnis. In jedem christlichen Gottesdienst oder in fast jedem wird das Glaubensbekenntnis ausgesprochen. Und so dieses Bekenntnis spielt eine besondere Rolle. Und dann gibt es eben noch neben dem allgemeinen Glaubensbekenntnis, das durchaus ähnlich ist in den meisten christlichen Konfessionen, gibt es eben spezialisierte Konfessionen. Zum Beispiel gibt es die Confessio Augustana, das ist das Augsburger Bekenntnis, was ein gemeinschaftliches Bekenntnis ist für die Protestanten. Ursprünglich wurde Confessio tatsächlich für das Glaubensbekenntnis verwendet, später auch für das protestantische Bekenntnis, und seit dem 18. Jahrhundert wird der Ausdruck Konfessionen verwendet für die Untergruppierung des christlichen Glaubens. Vorübergehend hat man auch von der jüdischen Konfession gesprochen. Das wird heute aber seltener verwendet. Konfession wird meistens auf das Christentum bezogen. Konfessionen im Hinduismus. Im Hinduismus spricht man nicht von Konfession, weil der Glaube ist im Hinduismus weniger wichtig. Hinduismus ist mehr eine Frage der Praxis und weniger eine Frage des Bekenntnisses. Auch in den meisten hinduistischen Untergruppierungen muss sich keiner zu etwas konkret bekennen. Es ist mehr wichtig, was man tut, und weniger, wozu man sich bekennt. Weshalb die hinduistischen Untergruppierungen auch nicht so klar abgegrenzt sind. Man wird nicht per Bekenntnis zu etwas, sondern man praktiziert.